Also auch Josh ist ein Teil von dem Problem. Er hat halt dieses Streetwear-Thema halt so durch den Kakao gezogen. Das ist zum Beispiel so. Das ist ja Sportswear. Das meine ich ja. Das ist Sportswear. Streetwear ist einfach das Große und Ganze. Ah, scheiße. Hi, Bad. Ich bekomme nur Wut. Also, das ist das Ralph Lauren der neuen Generation. Also, noch. Gulp. Goldwear. Keine Ahnung, was bedeutet das. Ah, das ist geisteskrank. Also Leute, die sich Old Money Style auf Zara und H&M einshoppen. Du hast keine Angst vor Gott. Freunde des allerbesten Modegeschmacks, Freunde, welcome back auf Andy und Clue Fashion. Und heute schauen wir uns das Video vom guten Yoshi an, der uns heute zeigen wird, was für ihn die beste Kleidung ist, zum im Sommer, um im Sommer zu tragen, besser gesagt. Weil ich finde es selber immer spannend, so in ein bisschen andere Modeblasen reinzuschauen, weil ich würde jetzt mal behaupten, der gute Yoshi und ich sind in der gleichen Dimension, aber wir sind ein bisschen so in verschiedenen Lobbys am Spielen. Also ich würde mal behaupten, dass sein Kleiderschrank ein bisschen anders aussieht als mein Kleiderschrank, was ja auch spannend ist, was es auch für euch als Zuschauer spannend macht, weil vielleicht assoziiert ihr euch oder könnt ihr euch besser mit seinem Style, sagen wir, zurechtfinden. Vielleicht findet ihr mein Style interessanter, um ein bisschen Inspo zu ziehen. Deswegen schauen wir gerne rein, was guter Mann zu zeigen hat. Ich bin gespannt. Lang kein Video mehr von ihm geschaut. Jeder Jahreszeit mache ich auf diesem Kanal ein Video zu meinen Outfits, die ich in der folgenden Jahreszeit tragen möchte. Und genau dieses Video steht wieder an. Wir haben fast Sommer, je nachdem, in welchem Bundesland ihr euch gerade befindet. Es wird wieder wärmer, es steht wieder eine neue Garderobe an. Und genau deshalb zeige ich euch heute meine drei Outfits, die ich im Sommer tragen möchte. Und damit herzlich willkommen zu diesem... Aber auch spannendes Format, weil er zeigt Outfits, die er tragen möchte. Vielleicht kann ich auch sowas machen. Ey, bei 1000 Likes drehe ich auch so ein Video. Hab Bock, irgendwie habe ich Bock. So ein bisschen, vielleicht zeige ich euch meine Lieblings-Sommerpiece für dieses Jahr. Auch gute Idee. Können wir machen. Ein Video, dieses Mal kein Vlog. Wir haben heute wirklich wieder ein Laber-Video, wo ich nur hier stehe und euch belabere. Heute geht es, wie gesagt, um die besten Klamotten für den Sommer, um die besten Outfits für den Sommer. Einfach das, was ich denke, was diesen Sommer cool ist für meinen Style, vielleicht für den Style, für den einen oder anderen draußen von euch. Ich habe wie immer bei diesen Videos unten in der Videobeschreibung als allererstes ein Pinboard verlinkt, auf dem nochmal weitere Referenz. Ich finde es immer so spannend. Sagt mal oder schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr euch inspiriert, also für euren Style oder wo ihr euch, sagen wir, weiterentwickelt, weil bei mir ist es ein bisschen unorthodox. Also ich schaue gerne, was Leute auf den Straßen tragen und sonst bin ich eigentlich einfach voll in meiner Blase, in meinem Film drin. Inspirationsfotos von einzelnen Pieces und Outfits sind, die ihr euch angucken könnt. Auch hier in dem Video findet ihr immer mal wieder so Einblendungen von Sachen, die ich halt meine zur Veranschaulichung. Außerdem wundert euch nicht, wenn ich ab und zu auf den Boden schaue, denn ich habe dort halt meine Notizen offen, was ich so alles im Video sagen möchte. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt schon ready für den Sommer seid oder lieber noch den Like wollt. Und jetzt gehen wir an mit dem Video. Ich habe mir, wie gesagt, drei Oberbegriffe überlegt, die so drei Outfits beschreiben sollen, die ich denke, die in meinem Style halt im Sommer cool kommen. Das Ganze, wie mir gerade auffällt, eigentlich unabsichtlich, aber trotzdem ganz passend zum Video, von aufwendig zu unaufwendig geordnet. Das für mich persönlich aufwendigste Outfit in diesem Video ist das Grown-Up Streetwear Outfit. Grown-Up Streetwear Outfit. Oder was? Grown-up Streetwear, das ist ein Begriff, den habe ich zum ersten Mal, glaube ich, vor so 2 Jahren in einem YouTube-Video gehört, wo es um die Brand Amelia und Dore geht. Die kennt vielleicht der andere von euch, das ist eine Mode. Ja. Das ist das Ralph Lauren der neuen Generation. Also Streetwear-Brand aus Amerika, die sehr bekannt ist, unter anderem für ihr Store-Konzept, denn die haben einfach unfassbar nice eingerichtete Stores. Ja. Und nebenan vom Store immer noch einen Café, ein Amelia Dore Café oder Café Leon Dore. Oh. Also man muss sagen, Amelia Dore hat eigentlich das geschafft, was viele Brands möchten. Die haben eine eigene Ästhetik aufgebaut. Zwar ist das Fundament der Ästhetik, so diese Old Money, Ralph Lauren, Zegna, so ein bisschen diese Inspiration. Aber sie haben es geschafft, es so umzuwandeln, dass es in der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit, im heutigen Zeitgeist, auch schön gesagt, es reinpasst. Und das ist eigentlich das Ziel, das jede Brand hat, was eigenes aufzubauen, was es so noch nicht gab. Auch wenn das Fundament ähnlich ist, auf etwas anderem aufgebaut ist, aber man trotzdem sagen kann, das ist Amelia Dore. Aus sehr guten Kaffee und by the way auch sehr guten Eistee serviert. Und diese Marke macht halt eben Streetwear-Klamotten, die aber deutlich erwachsen rüberkommen, als jetzt zum Beispiel so ein Stussy-T-Shirt oder so ein Printy von Cortez zum Beispiel. Was dann eben in diesem Video, was ich damals geguckt habe, zu diesem Begriff Grown-Up Streetwear geführt hat. Ja. Und genau dieser Style ist für mich im Sommer, glaube ich, sehr, sehr geeignet. Es sind halt einfach, wie gesagt, Streetwear-Outfits, die einen ein bisschen erwachsener aussehen lassen, dementsprechend vor allen Dingen für, ich sag mal, schickere oder gehobenere anders geeignet sind, aber nicht wirklich irgendwie mehr ins Portemonnaie. Also ich finde selber Amelia Dore sehr ansprechend. Zwar ist mir die Ästhetik ein bisschen zu Old Money. Ich bin da ein bisschen so, also ich kenne, glaube ich, meinen Look so ein bisschen mehr so
rebellischer unterwegs, aber ich mag die Ästhetik. Ich gehe wie ein ganz normales Studio-Outfit mit einer Baggy-Denim und einem weißen Basic-T-Shirt. Viele von den Pieces habe ich schon daheim, denn ich denke an so Pieces wie zum Beispiel so Hemden, Flanell, aber auch normale Hemden, Loafer, Anzugshosen, allgemein Sachen, die einem ein bisschen besser passen. Also die halt eben nicht so oversized sind. Hosen, in denen man nicht komplett untergeht, T-Shirts, die wirklich am Hosenbund aufhören und hier und da vielleicht sogar ein bisschen körperbetonter sind. Außerdem finde ich, dass dieser Style vor allen Dingen durch die Accessories nochmal bestärkt wird, also bestimmte Sonnenbrillen, Einstecktücher oder generell Tücher, die man über... Ja, das... Also das zu pullen, muss man echt kurze Haare haben. Bei mir geht das leider nicht so einfach. Weil man Körper tragen kann. Relativ feiner, fragiler Gold- und Silberschmuck und halt auch eben bestimmte Taschen und bestimmte Kopfbedeckungen, die man da trägt. Ich würde sagen, so das 0815 Outfit in dieser Style-Richtung sieht ungefähr so aus. Also ein weißes Fitted-Tee, irgendein Hemd, was vielleicht ein bisschen gestreift ist, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Das außerdem relativ oversized fitted, aber halt auch nicht zu sehr. Also das, ja, das ist schon sehr oversized. Also ist zwar cropped, aber schon massiv. Dass es immer noch schick und casual rüberkommt. So eine pleated Anzugshose von Cosmo. Aber cooler Look, also coole Looks. Also ich finde den besser als den, aber beide tragbar. Zum Beispiel und dann irgendein paar Loafer. Das ist einfach ein sehr simples Outfit, was immer noch in diesen Streetwear-Faktor reinpasst, aber halt eben in meinen Augen viel erwachsener rüberkommt, als jetzt zum Beispiel so ein Outfit hier. Fun Fact, yeah. Das ist genau das Outfit, wie ich zur Abitur in Lastwahl von meinem kleinen Bruder gehen werde. Wir haben dafür auch letztens einen Shopping-Stream gemacht, also wo ich quasi das Outfit zusammengestellt habe. Und da vorne ist ein Highlight auf dem Highlight-Kanal online oder kommt heute online. Checkt das auf jeden Fall aus und kommt in den Streams, damit ihr sowas nicht verpasst. Aber genau so ein Outfit stelle ich mir sehr, sehr interessant für den Sommer vor. Und deshalb will ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das geht natürlich auch noch über dieses Grundgerüst, weil ich gerade gesagt habe, raus, kurz am Hemden, lang am Hemden, verschiedene Hosen, Bootcut-Denims oder generell die verschiedensten Schnitte von Denims, Anzugshosen in den verschiedensten Schnitten, vielleicht auch so ein kleiner Schritt in die Tür von Old Money Style, wobei ich dieses Wort absolut hasse, weil das auf Old Money Style TikTok Volley genommen wurde von, ich bin jemand fronten, aber von Leuten, die mit Old Money Style Zara und H&M verbinden. Guckt euch... Ah, das ist geisteskrank. Also Leute, die sich Old Money Style auf Zara und H&M einshoppen, das ist echt. Du hast keine Angst vor Gott. Kam jetzt Video dazu an, der hat das perfekt erklärt, warum das keinen Sinn macht. Aber diese ganze leicht luxuriöse, trotzdem noch affordable Sommerästhetik will ich auf jeden Fall diesen Sommer mal ausprobieren. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen da draußen auch sehr cool sein. Falls jetzt noch die Frage kommt, hey... Also generell, ich würde schon behaupten, ich kann diesen Look von Amelion Dore sehr, sehr empfehlen. Es ist halt erwachsen, es ist auch, die Stoffe sind gut bei der Brand. Die haben sehr, also die Preise sind auch nicht günstig, muss man sagen. Aber man bekommt auch was für sein Geld. Deswegen, ich finde diese Ästhetik, man kann es auch gut mischen mit anderen Brands, Vintage Ralph Lauren. Auch so, man kann auch mit so Brands wie Tommy Hilfiger zum Beispiel gut mischen. Aber auch gut Prada, so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen down, ein bisschen updressen. Hey, sehr Yoshi, simpel. Wo kann ich die Sachen denn kaufen? Hier habe ich einmal eine Liste von... Ja. Ja. Jacquemus, stimmt, Jacquemus passt auch in diese Ästhetik gut rein. Ja. Also das ist eine gute Liste. Yoshi, Daumen hoch. Marken, wo ich denke, dass man da valide Sachen für bekommt. Aus jedem Preisspektrum günstig, Mitte teuer, teuer. Wobei das natürlich immer relativ ist. Also wenn es hier irgendwo für mich oben zum Beispiel Emelion Dore schon auf teuer steht, aber für euch das Peanuts sind, dann herzlichen Glückwunsch, dann geht es euch sehr gut. Aber ich glaube, wie gesagt, dass zum Beispiel die Marke Emelion Dore eine sehr gute Anlaufstelle. Amelion Dore. Glaube ich, ist doch, also ich erinnere mich an die History von diesem Namen, ist auch so eine lustige Story. Wo man da die Klamotten für kaufen kann. Generell ist das in meinen Augen wahrscheinlich so der nächste große Trend, sich so anzuziehen, oder es ist wahrscheinlich jetzt gerade schon ein Trend, weil man ja viel mehr Leute in Loafern, in Anzugshosen, in Hemden sieht. Ich trage schon Loafer seit je und je. Ich komme halt aus der Bank ursprünglich, ja, deswegen... Ich habe halt eine große Garderobe, die so diesen Stil ein bisschen hat. Aber ich bin jemand, ich bin Fan von so extravaganten Loafers. Ich finde Gucci hat sehr, sehr geile Loafers. Aber auch so Brands wie Etro hat Top-Dinger. Aber wenn du so runtergehen möchtest, sagen wir, Affordable Loafers ist die Brand, wie heißt nochmal, Sebago, hatte ich in der Bank immer an. Hat seinen Job gemacht, kosten 200 Euro Top-Leder. Die halt eigentlich nichts mit dieser Sparte von Gesellschaft zu tun haben, aber sich ja trotzdem so kleiden. Die Basics dafür kann man auf jeden Fall auch in den Basic Fast Fashion Häusern finden, also COS, Weekday, Zara, H&M, Bershka, da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr das Ganze für einen schmalen Taler kaufen könnt. Ich selbst habe jetzt auch für diese Abitur in Lastwahl mir dort ein Fitted Tee bestellt, weil ich halt nur relativ oversized Fitness-T-Shirts zu Hause habe und so ein Basic Fitness Tee, was halt wirklich hier über dem Gürtelbund aufhört, gehört das schon dazu, wenn man das Ganze machen möchte. Aber auch bei Skater Brands wie Stussy oder Supreme werdet ihr da finde ich natürlich nicht bei der kompletten Produktpalette, aber das ein oder andere Piece von der Sommerkollektion von Stussy zum Beispiel passt da auf jeden Fall. Also man darf ja nicht vergessen, wieso
So Skater-Look, so sagen wir diese Skater-Wear, Skater-Fashion, hat ja auch oft so Cordhosen, auch so ein bisschen eleganteren Touch, weil früher haben sich als Skater sehr, sehr viel in Vintage-Shops eingekauft, also besser gesagt so diese Secondhand-Shops, und die waren halt voll mit halt so Großvater, die ist nochmal die Hose, boah. Ich habe den Namen vergessen. So Großvaterhosen aus Kordstoff, genau. Und deswegen haben das die Skater genommen, haben Gürtel draufgepackt, damit die Hose irgendwie, also ihr wisst, ein Skater, der ernährt sich logischerweise von Weißwein und Zigaretten. Deswegen hat das eine andere Größe als irgendwie so ein Veteran-Opi. Und deswegen, so kam auch dieser Mix von so einigermaßen eleganter Kleidung mit so Streetwear aus den 2000er Jahren, Skater-Look. Herein. Und wie immer natürlich, schaut Vintage nach, denn Vintage könnt ihr alles finden. An der Stelle auch Like und Abo für mehr solche random Side-Stories von Andy Abi. Finden möchtest. Auf Platz 2 haben wir dies, die Richtung, die, glaube ich, aktuell so mein Stylebild am meisten widerspiegelt. Bob-Tech-Out-Workwear. So habe ich es genannt, weil ich konnte mich irgendwie nicht auf eine bestimmte Zielrichtung festlegen. Aber für mich sind das die immer noch Gorp-Wear. Keine Ahnung, was bedeutet. Studio-Outfits, die halt hier und da einen funktionalen Touch haben, einen vielleicht vor dem Sommerwetter schützen soll, was ja auch ab und zu mal ein bisschen ungemütlich sein kann. Und halt vor allen Dingen dafür gedacht ist, um die Natur zu erkunden, also draußen zu sein und halt vor allen Dingen draußen aktiv zu sein und Spaß zu haben. Ich bin ja generell jemand, der sich mittlerweile sehr gerne so anzieht, als ob er kurz davor ist, jetzt den Mount Everest zu besteigen. Und das Ganze sieht für mich auch cool aus. Ey, ich habe auch einige Brees, die den Look komplett rasieren, aber ich bin weit, weit weg davon. Ich bin halt Bootsträger. Ich trage Boots, ich trage Lederjacken, Boots. Ich sehe aus wie so ein, ja, weit, weit weg von einem, der Mount Everest besteigt. Ich besteige lieber die Mutter des Mount Everest. Kann aber für Außenstehende auch sehr, sehr schnell nicht mehr so cool aussehen, weil das halt wirklich so ein schmaler Grat ist zwischen, boah, das sieht richtig nice aus, und das ist mein Geo-Layer. Und genau das ist für mich auch der Knackpunkt hier, weil im Sommer wird es nochmal schwerer, Wanderschuhe cool aussehen zu lassen, muss man einfach sagen. Und genau deshalb finde ich, ist es der safeste und wahrscheinlich auch coolste Weg, so zu fahren, dass man immer nur Teile von diesem Part in seine normalen Outfits einbindet. Das Einfachste sind hier wahrscheinlich Cargo-Shorts. Da hat, glaube ich, wahrscheinlich jeder von uns mindestens eine von zu Hause. Ich schwöre, ich habe keine einzige zu Hause. Und wenn die gut ausgesucht ist, die gut fittet, die eine coole Farbe hat und die euch einfach steht, dann kann die schon super in Outfits kommen. Und dann ist das eigentlich schon genau das, was ich meine. Das Ganze kann natürlich aber auch weiter als nur Cargo-Shorts gehen. Leichte Westen, bestimmte... Boah, diese leichte Westen cool. Sonnenbrillen, also diese schnellen Brillen nennt man das jetzt zum Beispiel. Hiking-Boots oder generell Hiking-Sneaker. Slingbags. Also diese schnellen Brillen nennt man das jetzt zum Beispiel. Hiking... Immer wenn ich diese Boots sehe oder so Boots dieser Art, ich habe direkt diese Militär-Flashbacks und ich will wirklich nur ganz, ganz viel Abstand vom Militär haben, weil das echt nicht eine geile Zeit war in meinem Leben. Deswegen, Freunde, Militär-Boots. Hab Schwierigkeiten damit. Boots oder generell Hiking-Sneaker, Slingbags, sowas alles kann auch schon dazu beitragen, dass man halt diesen Techie-Touch im Outfit hervorhebt, ohne auszusehen, als ob man wirklich gleich einen Berg erklimmen möchte. Brands, hier kann man natürlich ultra weit fächern, je nachdem, in welchen Aspekt man da so am meisten expanden will, also Workwear, Techwear, Sportswear, was auch immer. Hier wieder eine kleine Liste. Also, boah, Gorb Tech Out Workwear. Ja, die Liste sieht legit aus. Ja, vor allem FFF Postal Service, sehr coole Brand. Akronym, Stony, CP, da muss schon tiefe Taschen haben. Screenshottet es euch. Meine Favorite Brand in der Style-Richtung ist hier auf jeden Fall Rohr Hiking. Allerdings auch nur wegen den Schuhen, muss ich ehrlich zugeben. Kenne ich gar nicht. Also ich habe nur zwei Rohr, paar Schuhe. Ich habe mir noch nie wirklich ein Klamottenpiece von denen gekauft, obwohl ich die auch sehr nice finde, aber einfach bisher ehrlich gesagt zu geizig war, mir da was zu holen. Uniqlo wäre wahrscheinlich die beste, günstigste Alternative dazu, weil die auch teilweise relativ gute Techwear-Sachen haben, die man da gut einbinden kann. Carhartt, Dickies, Stussy Workwear, alles drei gute Anlaufstellen, wenn ihr nach Workwear-Sachen sucht. Bei Sportmarken brauche ich euch, glaube ich, nicht aufzählen, welche Sportmarken es so gibt. Und auch hier natürlich Nike, immer, Adidas. Schaut auf jeden Fall Vintage nach. Und das letzte, das simpelste und wahrscheinlich auch breit gefächerste Feld, was ich hier habe, und zwar Streetwear. Ich habe es jetzt in meinen Streetwear. Notizen Explore Page Streetwear genannt, weil mir dieses Wort selber immer sehr oft an den Kopf geworfen wurde. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bekomme langsam wirklich, wirklich die Krätze von dem Wort Streetwear. Es ist halt, also Streetwear wird für alles benutzt. Also man darf auch nicht vergessen, eigentlich ist Streetwear gar keine Definition. So, damals, als Yves Saint Laurent in den 60er Jahren Prêt-à-Porter erfunden hat, also besser gesagt die erste Kollektion gemacht hat, die gemacht wurde, um auf den Straßen zu tragen und Einheitsgrößen hatten, das war das erste Streetwear. Und deswegen, ich finde es immer so schwierig, also auch Yoshi ist ein Teil von dem Problem, er hat halt dieses Streetwear-Thema oder sagen wir das, was als Streetwear bekannt wurde, halt so durch den Kakao gezogen.
Schwierig. Also ich kann es nicht mehr hören. Streetwear ist für mich so, so. Nenn es doch irgendwie anders. Nicht Streetwear. Wurde oder immer noch wird. Weil das Ganze halt so simpel ist, aber in meinen Augen trotzdem immer nice aussieht. Und damit sind einfach die ganz klassischen Trend-Streetwear-Outfits für diesen Sommer gemeint. Jerseys, Jorts, Loafer. Boah, zum Glück habe ich nichts damit am Hut. Loafers, ja. Aber Loafer ist für mich kein Streetwear. Loafer ist für mich so elegant wear. Loafer ist für mich so... Die Sache ist, es kommt auf an, was für Loafer. Es gibt auch so Taxi-Driver-Loafers, nennt man die, also so Taxi-Loafers. Das haben früher Taxifahrer getragen. Also auch heute, wenn ihr so irgendeinen arabischen Taxifahrer seht, der, sagen wir jetzt, nicht in Air Max sitzt, sondern wirklich diesen, noch diesen auf dem Stuhl, diese Holzkugel hat für so Rückenmassage. Die haben auch so Taxi-Driver-Schuhe, so Loafers. Deswegen, ich würde das jetzt nicht in deine Kategorie stecken. Birkenstocks bzw. Birkenstocks? Ja. Also generell Clogs, Runner-Sneaker, also... Das ist zum Beispiel so, das ist ja Sportswear. Das meine ich ja, das ist Sportswear. Streetwear ist einfach das Große und Ganze. Sowas wie Essex GK und Sportswear 14, Reebok, Nike Initiator, Nike P6000, New Balance 2002R, 1906R, die ganzen New Balance Modelle, das alles, der komplette Samba-Hype. Ja. Sportswear. Beziehungsweise generell Low-Top-Sneaker. Und das ist auch so Casual-Wear, würde ich behaupten. So, weil das sind so Schuhe, die kann man sehr... Weil vergleich mal den Schuh mit diesem orangen... Wo ist der orange Nike? Der war gerade doch irgendwo hier. Ah, scheiße. Hype. Ich bekomme nur Wut. Also Sambas, Gazelle, Spezial... Gesell. Gazelle Replika Low-Top, Track Jackets, das alles fällt für mich in diesen Themenbereich ein und deshalb ist das auch so schwer in Worte zu fassen, was wirklich damit gemeint ist. Es sind halt einfach generell viele Pieces, die cool aussehen, die oft im Trend sind und die deshalb easy zu bekommen sind und die deshalb oft auf Instagram gepostet werden. Daher der Name Instagram Explore Page. Ich glaube, das simpelste Trend-Outfit diesen Sommer runtergebrochen wäre wahrscheinlich irgendein Jersey, egal aus welcher Sportart, Football, Fußball. Boah, ich habe im Fall nur so Oldschool Soviet Union Jerseys bei mir zu Hause. Einzige, was ich habe. Bei Eishockey. Mittlerweile habe ich wirklich jede Sportart im Outfit gesehen. Deshalb einfach irgendeine Sportart, dessen Trikot. Dann eine Jorts, coole Accessories an der Hose, also ein cooler Gürtel, Hosenkette und noch ein paar Anhänger. Und darauf dann halt ganz simple Sambas. Ich glaube, das ist das simpelste, cool aussehende Outfit, was man diesen Sommer tragen kann. Ohne viel Aufwand, ohne viel Geld. Man kann das Ganze dann immer noch weiterspinnen, indem man verschiedene dünne Layer hinzufügt, indem man teure Pieces kauft, indem man sein Streetwear-Level da hochlevelt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt wie in jedem Game, man kann sich hochleveln, wenn man das Interesse hat. Aber ja. Das ist das, womit ihr mich diesen Sommer am meisten sehen werdet, weil es auch einfach so simpel ist. Ihr zieht euch irgendein Trikot an. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 5-6 Trikots, die ich easy jeden Tag tragen könnte, weil die so nice aussehen. Sowohl Vintage als auch von Brands. Irgendeine Jorts, die gibt es auch mittlerweile en masse bei jeder Brand. Und auch wirklich coole, also meine Lieblings-Jorts. Ey, wisst ihr was? Ey, Yoshi, erstmal wirklich danke für das Video. Es war echt eine gute Inspiration. Ich werde es auch so ein Video drehen im Bereich meine Top-Pieces aus dem Sommer. Also ich werde eher auf Pieces gehen, nicht auf Looks, weil ich bin sehr versatil an meinem Looks. Aber ich werde euch meine besten Pieces für diesen Sommer zeigen. Deswegen, Freunde, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und sonst, meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und Peace out.